Ja, hallo Leute und willkommen zurück hier zu meiner RPG-Map. Ja, wir schauen heute mal, was wir alles so anstellen können. Und zwar habe ich mir so gedacht, dass ich hier vielleicht den Unterschlupf hier hinten doch noch etwas zubaue. Denn falls es Nacht wird, habe ich doch schon etwas Angst, dass hier von hier durch diesen Wald hier irgendwie die ganzen Monster reinkommen. Das muss ja, denke ich mal, gar nicht sein. Da gucke ich noch mal eben, ob wir uns vielleicht eine Schaufel herstellen können und irgendwo ein wenig Erde abtragen können und die dann so als Dach, als kleines als kleinen Unterschlupf so gesehen irgendwie mal so ein bisschen zubauen. Es soll jetzt nichts Besonderes sein. Es ist einfach nur halt für so einen kleinen Unterschlupf hier am Anfang. Ja, und das soll es dann auch schon gewesen sein. Oh, und hier direkt Wasser. Na wunderbar. Damit habe ich jetzt am wenigsten gerechnet, aber müsste mir ja eigentlich auch klar sein, weil dort hinter ein kleiner See war. Aber ich dachte, der liegt weiter hinten. Nun gut, dann stopfen wir das Loch doch gleich wieder und holen uns ein wenig Erde, würde ich sagen. Wir holen uns ein wenig Erde von hier oben. Das tut keinen weh und das fällt auch keinen auf. Wenn man hier etwas klaut, da nehmen wir ein bisschen was weg. So eine Kleinigkeit. Und ich finde, heute ist irgendwie, also ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe das Gefühl, der Minecraft-Ton ist etwas leise. Ich habe aber auch nichts verstellt. Das kommt mir irgendwie etwas komisch vor. Aber macht nichts. Es kann sein, dass ich vielleicht auch nur meine Einstellungen etwas runtergestellt habe. Aber das kann ich mich nicht dran entsinnen. Nun gut. Werde ich später mal überprüfen, was das Ganze auf sich hat. Ja, wie viel haben wir denn? 23 Erde. Ich denke, ein bisschen mehr brauchen wir schon noch. Gucke ich mal, dass ich noch mal ein paar hier abbaue. Denn es soll obenrum schon zu sein. Was haben wir hier noch? Weizenkörner. Können wir auch immer gut gebrauchen. Und da läuft noch eine Kuh herum. Die nehmen wir auch gleich mit. Eigentlich reicht es auch, wenn man zweimal mit dem Schwert schwingt. Ich habe das am Anfang falsch gemacht. Da habe ich immer zu viel. Ich bin immer noch in diesem alten Range-Modus, wie ich das gewohnt bin aus den alten Minecraft vor der 1.10. Das war noch so, wo ich eingestiegen bin, 1.6, 1.7 habe ich mit Minecraft angefangen und da war das alles noch ein bisschen anders. Da habe ich dann immer schön hier drauf und drauf und drauf und da war der Gegner sofort tot. Ja, auch im PvP, das hat sich natürlich alles geändert. Ja, ja. So muss man jetzt immer lange, starke Hiebe nehmen und ja, dann klappt es auch ganz gut. Wir sind schon leicht am Verhungern. Fleisch brät, das können wir uns dann auch gleich mal abholen. Ich denke, wir haben erstmal genug Erde. Zu viel wollen wir jetzt auch nicht hier uns aufhalten mit Erde sammeln. Soll ja auch noch ein bisschen was Gescheites passieren hier in der Aufnahme. Nicht nur Erde sammeln, das muss ja nicht sein. Nun, dann gucke ich mal, dass ich das hier mal zugestopft kriege, das Loch, bevor es dunkel wird. Hier vielleicht noch ein kleines Guckloch lassen. Können wir sehen. Nun gut, hier werden sowieso, glaube ich, na gut, hier werden vielleicht doch schon Monster gekommen. Nein, hier mache ich auch mal zu. Das muss ja unbedingt nicht sein, dass ich da draus gucken kann. So, jetzt sieht das gut aus. Mir gefällt es zumindestens. Ich sage, wir machen hier noch mal ein Licht an dem Baum dran. Dann weiß ich, aha, hier ist mein kleiner Unterschlupf. Ja, gut. So könnte man es erstmal lassen. Ich weiß nicht, ob die Monster auch bis hier reinkommen können. Vielleicht, ich gehe lieber auf Nummer sicher und nicht, dass hier nachher doch irgendwie ein Zombie vor der Tür steht. Das soll ja nicht so sein. Das möchte ich auch nicht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das Ganze einmal so.
nehmen hier noch eine Kleinigkeit weg. So, das sieht sehr gut aus. Und bauen da noch eine kleine Tür rein für den Anfang. Und dann können wir das erstmal so stehen lassen. So, wie war das mit der Tür genau? Natürlich haben wir nur die normalen Eichenholztüren. Das macht aber gar nichts. Ich mag es lieber immer etwas eleganter mit den schöneren Türen. Aber was man nicht hat, kann man auch nicht bauen. So. Na, was ist denn da draußen los? Ich höre jede Menge Hunde, Gebelle. Ich weiß nicht, ob ihr es auch hört. Wenn es sehr laut ist, kann es sein, dass man es hört von draußen. So, dann werden wir hier erst einmal ein klein wenig Licht in die Sache bringen. So lässt es sich hier schon mal leben. Für den Anfang, würde ich sagen, reicht das vollkommen. Dann haben wir hier... Wo verdammt nochmal ist das Fleisch hin? Habe ich hier nicht drei Fleisch hineingepackt in den Ofen? Ich meine, ich kann mich daran entsinnen, dass ich hier jede Menge Fleisch reingepackt habe. Und jetzt ist es verschwunden. Nun gut. Da muss ich wohl mit leben. Dann nehmen wir erstmal dieses eine Stück Fleisch. Vielleicht kurz bevor ich mich ausgelockt habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wir könnten noch mal kurz was gucken. Vielleicht mache ich mir noch ein paar Brötchen. Ach, da habe ich auch genug Weizensamen. Eieieiei. Die Weizensamen werden natürlich richtig viel. Bevor sich das hier wieder... Ja, da ist es schon passiert. Das macht aber gar nichts. So, wo sehen wir denn mal irgendwo ein paar Monster? Monster sind hier momentan keine unterwegs. Nun gut, der Unterschlupf ist schon mal zu. Das reicht mir so auch erstmal für den Anfang. Was ich natürlich noch vorhabe, bevor die Reise richtig losgeht, ich möchte, am besten machen wir das auch am Tage, ich möchte ja dieser Main Quest nachgehen, aber bevor ich der nachgehe, schauen wir uns jetzt erst einmal in Ruhe noch mal kurz das Errungenschaftsbuch an und wir werden auf jeden Fall auch vorher noch auf Eisensuche gehen, denn ich möchte nicht ohne Eisenrüstung und Eisenschwert in der Welt vordringen, denn es ist doch schon sehr gefährlich und da möchte ich gut gerüstet sein. Und wir gucken jetzt mal direkt hier Buch der Errungenschaft, wenn mit 2e, ja, da ein bisschen verschrieben. Lässt sich jetzt leider nicht mehr ändern, aber sowas passiert es auch nur menschlich. Wenn du eine Errungenschaft erreicht hast und es dir nicht merken kannst, habe ich einen kleinen Tipp. Stelle dir für jede geschaffte Errungenschaft ein Schild auf oder notiere sie dir. Ja, ich werde sie mir natürlich notieren, was ich vorhabe. Baue ein persönliches Haus, genau. Außerhalb der Stadt fülle Doppelkisten mit Währungsmarkte. Das werde ich dann darauf beziehen, wenn ich ein Haus gebaut habe, da werde ich auch zuerst ein Haus bauen irgendwo, nachdem ich der Main Quest, denke ich mal, nachgegangen bin. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, oder zwischendurch werden wir ein Haus bauen. Irgendwie so wird es kommen. Crafte dir eine ganze Tierrüstung, baue drei sinnvolle Sachen aus Redstone, beschaffe dir einen Sattel. Ja, finde es Enderportal. Angel einmal Kugelfisch und Clownfisch, finde mindestens einen Teil der Kettenrüstung. Bau ein Enderportal, finde eine Mine. Okay. Wir fangen mit dem ersten natürlich dann an, mit dem Hausbau. Da werde ich mal planen, wann ich das machen werde. Weiß ich selber noch nicht genau. Jetzt gucken wir mal, wie sieht es denn aus? Ist das Fleisch schon fertig? Das ist schön, das ist sehr schön. Das können wir dann hier mal reinpacken. Vielleicht sollte ich mir hier noch eine kleine Truhe hinpacken. Und zwar für die Sachen, die ich momentan nicht gebrauchen kann. Denn alles werde ich auch nicht mitnehmen. Die Schaufeln sind immer wichtig. Leder kann ich jetzt gar nichts mit anfangen. Wüsste ich jetzt nicht wofür. Weiße Wolle können wir hier mal lassen. Weizen können wir uns noch Brötchen machen. Ich möchte ja gerne noch einen Weizen haben. Können wir hier mal teilen. Auch ob wahrscheinlich würde da sowieso wieder einer rausfallen.
möchte nochmal ein Weizen. Dankeschön. Und dann werde ich mir noch zwei Brötchen backen hier. Ja, in Ofen. Ja gut, Brötchen backen in Ofen ist schon klar, aber herstellen auf der Workbench ist besser. Oder nehmen wir halt Brot. Gut, so sind wir erstmal leicht versorgt, würde ich sagen, für den Anfang. Ist nicht viel, aber es wird definitiv mehr. Gehe ich mal stark von aus. So, die Erde können wir eigentlich mitnehmen. Buch und Feder, was war das hier noch für ein Buch? Ach, das Regelbuch, genau. Das Regelbuch und das Errungenschaftsbuch lasse ich dann natürlich auch in meinem Haus, was ich bauen werde. Aber vorerst muss es natürlich irgendwie wo gelagert werden, dass ich es nicht verliere. Und falls ich wirklich sterbe, lasse ich dieses Regelbuch und das Errungenschaftsbuch erst einmal hier. Denn nicht, dass ich jetzt irgendwie um die Ecke gehe und der Creeper explodiert oder sei es sonst was, ich falle in Lava. Man weiß ja nie, in Minecraft ist alles möglich. Ja, dann lassen wir es erstmal hier, nehmen nur die notwendigsten Sachen mit und werden den nächsten Schritt eingehen, und zwar auf Diamantensuche, hätte ich fast gesagt, auf Eisensuche gehen. Denn ich möchte nicht ohne komplette Eisenrüstung losgehen. Und ich möchte auch nicht unbedingt, ich muss mal überlegen, nicht, dass ich hier mich jetzt überstürze. Geht es hier in die Höhle hinein oder nicht? Ich glaube eher weniger, dass es hier in die Höhle geht. Nee, hier geht es nicht in die Höhle. Da bin ich irgendwie vertan. Naja, gut. Ist natürlich schade. Dann werden wir mal schauen, dass wir hier irgendwo eine Höhle finden. Uiuiuiui. Und hier ist es dunkel, Freunde. Ich sage es euch. Es ist so dunkel. Wir laufen hier erstmal mitten durch den tiefen Wald. Ich denke, ich gehe schon außen dran vorbei. Denn ich habe ein bisschen Angst im dunklen Wald. Aber es sind wirklich... Oh, da hinten sind Monster. Ich sehe Monster. Creeper sind unterwegs. Ich weiß nicht, ob ihr sie auch seht. Und hier haben wir unsere ersten Monster. Unser ersten Zombie, der uns nicht angreifen kann. Das ist ganz gut so. Und ich muss mal kurz schauen. Irgendwie kommt mir das alles ein bisschen komisch vor. Oder Moment. Nee, kommt mir doch nicht so komisch vor. Es hat doch alles seine Richtigkeit. Ich dachte, es wäre gerade für einen Moment irgendwie das Texturenpack geändert worden, aber wurde es nicht. Gut, hier ist natürlich Nilfen. Gucken wir uns natürlich auch nochmal in Ruhe an. Kennt man ja auch schon aus der Let's Show. Da oben der Anfangsraum im Himmel, der dort schwebt. Ich kenne mich natürlich hier etwas besser aus als ihr, da ich ja die Map auch gebaut habe. Und ich weiß auch schon, wo eine Höhle versteckt ist. Wir werden der Mainquest noch nicht nachgehen. Wir gehen mal den Wanderpfad entlang vom großen Drachen. Denn, soweit ich weiß, ist hier irgendwo eine Höhle. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ne, da ist er nicht. Das ist ein anderer Trampelpfad. Und zwar wird die Höhle, genau, die Höhle wird hier, ist glaube ich hier. Hier gibt es nämlich, genau, die Bernstein-Kohlenhöhle. Da werden wir erstmal reinschauen. Hier gucken wir, dass wir ein bisschen Eisen bekommen. Und allen anderen Kram. Und vor allen Dingen, sag jetzt bitte, dass ich das Holz mitgenommen habe. Ich habe das Holz natürlich nicht mitgenommen. Wir brauchen mal schnell einen Baum. Nehmen wir mal den hier. Denn ich möchte mir doch schon ein bisschen Werkzeug aus Stein bauen. Das geht ein bisschen schneller. Denn hiermit brauche ich sonst Stunden. Und das ist nicht so schön. Das gefällt mir nicht. Alles klar. Einmal hergestellt. Okay. Dann lassen wir doch hier am Anfang der Höhle, würde ich sagen, erst einmal ein Licht und stellen hier auch noch mal eine Workbench auf. Und hier haben wir auch noch genug Stöcker. So, was wollte ich denn jetzt? Einmal aus Stein, genau. Spitzhacke.
schön Erfolg erzielt, technische Fortschritte, das hört man gern. Da können wir uns eigentlich auch gleich zwei Stück von herstellen. Die Materialien lassen es ja noch soweit zu. Und dann kann es auch direkt hier weitergehen. Ja, Fleisch ist auch immer gut. Auch wenn es roh ist und noch nicht gebacken oder gebraten, wie auch immer. So, Level 2 haben wir auch erreicht. Das ist schön. Und jede Menge Fackeln sind auch nochmal gesichert. Dann werden wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen Holz zurecht. Okay. Das müsste erstmal reichen für den Anfang. 27 Fackeln. Nun gut. Na gut, lange werden sie auch nicht reichen. Und ich sehe schon, was ihr nicht seht. Und zwar, das ist hier Eisen. Hier ist das erste Eisen. Joa. Sind leider nur zwei Eisen hier. Nun gut. Das macht aber gar nichts. Nehmen wir die Kohle hier noch mit. Oh, das ist aber ganz schön verzwickt hier. Da sind ganz schön viel Kohle drin. Setze ich auch noch mal ein Licht. Ich weiß nicht wie, na, obwohl das Licht. Die andere Fackel ist direkt hinter mir. Müsste eigentlich genug Licht da sein, um alles sehen zu können. Aber ich bin da immer etwas vorsichtig und ja. Lieber etwas mehr als zu wenig. So, die Kohle haben wir auch. Dann würde ich sagen, liebe Leute, ich mache hier erst einmal wieder Schluss und wir werden dann in der nächsten Folge hinuntergehen in diese Höhle und werden die mal erkunden und erforschen und werden auf Eisensuche gehen. Und ja, das machen wir, denke ich mal, so lange, bis wir eine Eisenrüstung und ein gescheites Eisenschwert haben. Und danach werde ich dann zurück nach Nilfen gehen und werde auf jeden Fall erst einmal der, denke ich mal, der Main Quest auf jeden Fall nachgehen und dann schauen wir auch mal, was es so mit dem Hausbau auf sich hat, wo wir das planen können, wo wir das bauen können. Mal schauen, zusammen irgendwie herumschauen, wo man ein schönes Plätzchen finden kann. Ja, wie gesagt, ansonsten wär's das erst einmal. Ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder mit ein. Ja, und bis dahin, macht's erst einmal wieder gut.